Wer seine Arbeit verliert, rutscht sehr, sehr schnell in Armut. Denn wir haben ein Arbeitslosenversicherungssystem. Das heißt, wenn du deinen Job verlierst, hast du über Nacht nur noch die Hälfte deines Einkommens. Aber trotzdem 100% der Fixkosten. Das Arbeitslosengeld ist auch die einzige Leistung, die wir nicht an die Rekordteuerung angepasst haben. Das heißt, wer im letzten Jahr arbeitslos wurde, hat 18% Wertverlust mittlerweile erlebt. Also 18% weniger Geld im Börsel, ganz real. Und schauen wir auf die Zahlen am Arbeitsmarkt selber. Dann hören wir jetzt zwar die ganze Zeit, Arbeitskräftemangel, es schaut so super aus, die Unternehmen suchen händeringend die Leute. Aber wir sehen auch, wir haben immer noch hunderttausende Menschen, die arbeitslos sind. Mehr als 300.000 Menschen in dem Land haben keinen Job. Die offenen Stellen matchen das nicht. Das heißt, auf eine offene Stelle habe ich ungefähr 3 Arbeitssuchende. Nicht jeder, der arbeiten möchte, kann eine Arbeit finden. Und schauen wir uns auch vor allem mal die Frauen an in dem Land. Wir haben so schlecht ausgebaute Kinderbetreuungsplätze, gerade am Land, dass klar ist, selbst wenn die gern Vollzeit arbeiten wollen würden, es geht nicht, weil es gibt die Kinderbetreuungsplätze nicht. Da bleibt dann nur der Teilzeitjob und wir wissen, Teilzeitarbeit heißt doch nur Teilzeitlohn.